Creative Coffee, wieder aus dem Café Plüsch. Bei mir ist der Oliver Höhner. Er war früher ein Eiskunstläufer, mehrfacher Schweizer Meister. Und nachher hat er Art & Ice gegründet, ist dort der Kreativchef und CEO. Oliver, du trinkst Tee, keinen Kaffee. Ja, ich habe schon meine zwei Kaffee am Morgen zum Wachwerden. Und nachher tue ich lieber auf etwas anderes wechseln. Aber ich habe gerne Kaffee schon. Kaffee grundsätzlich schon, aber jetzt lieber irgendwo zu sehen. Wir reden über Art & Ice. Ich möchte von dir wissen, wie geht man da vor, wenn man so eine 2-Stunden-Show muss, zusammenstellen muss? Ja, die fängt eigentlich in dem Moment an, wenn man eine Show abgeschlossen hat und die ganze Tour durch hat, dann fängt man an mit dem Kreativprozess für die neue. Man fängt an mit einem Musikthema oder in der Richtung, wo man gehen will, bis dann man Showthemen herausstellen. Und dann fängt man an, die einzelnen Künstler zusammenstellen, Eisläufer, Musikstars, zweite Musikacts, Akrobaten, Tänzer und so. Und das ist immer zuerst Musik, Story, es geht so Hand in Hand. Und aufgrund von dem fängt man dann an, die ganze Geschichte zu entwickeln. Kannst du das vielleicht mal an der diesjährigen Show zeigen? Ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Also, es ist so, dass wir irgendwie anfangen in unserem Sitzungszimmer. Und das Sitzungszimmer ist so in diesen Monaten vor Art & Ice völlig in Beschlag genommen vom Kreativteam. Also mit meinem Team, wo wir eigentlich die ganze Show erarbeiten. Und das sind jetzt die einzelnen Wände, die sind voll kribbelt mit Ideen, mit den Posts herantun, mit Fotos, Moodboards und Skizzen, die wir machen. Und dort tut sich dann die Show anfangen zusammenstellen und dann versucht man dann so eine Reihenfolge hineinzubringen vom Ablauf der Show, wer zu welchem Stück läuft, wer was macht und wer sonst alles noch in eine Show integriert wird. Und dann geht man dann so im Bereich Bühnendesign rein. Das ist so ein bisschen die Endvisualisierung, wo man dann durch das Computerprogramm schon relativ genau sieht, wie die Bühne dann schlussendlich wird im Hallenstadion aussehen. Also das wäre jetzt die Bühne von das Jahr, die 25. Austragung, oder? Genau, das ist die neue Bühne. So wird sie aussehen. Und dann kommen so ein bisschen die Moodboards dazu, die ist jetzt noch nicht verkleidet, die Bühne. Aber die neue Show spielt ja in der nächsten Eiszeit statt. Und es hat eben auch einen witzigen Twist in dieser ganzen Story, warum das dann die neue Eiszeit wird. Und da haben wir natürlich auch den Marco Rima als Komiker eingebaut und er hat eigentlich die nächste Eiszeit ausgelöst, weil er nämlich Art & Ice retten will, weil es alles zu warm wird und wir können kein Eis mehr machen für Art & Ice und die Show stirbt. Also ihr habt so quasi den Klimawandel trotzdem aufgenommen und darum sind ihr jetzt auf das Eiszeit-Thema gekommen. Und wir haben ihn noch ein bisschen auf eine witzige Art haben wir abgeändert. Der Marco Rima spielt die Hauptrolle dort drin und er hat eigentlich ausgelöst, dass die nächste Eiszeit stattfindet und will aber gleich wieder schauen, dass eine richtige Show stattfindet. Und das sind so eben die Moodboards, die man dann macht, wo man sagt, okay, vom Bühnendesign, von der Gestaltung her etc. Ich will eine Showbühne haben, die muss ganz anders aussehen als eine Bühne, die man normalerweise hat. Und jedes Jahr haben wir eine andere Bühne. Und das ist ganz wichtig, dass wir jedes Mal eine neue Show und einen neuen Look haben. Und so arbeiten wir, dass wir zuerst mit Moodboards und dann eigentlich die Sachen visualisieren, bis dann schlussendlich da zum ganz Technischen kommt, wo man sieht, okay, da sind jetzt jede einzelne Plattform eingezeichnet, die können rumfahren, die kann manuell fahren. Das sind die Stege, die sind zum Teil vereisert, die Stege, da können sogar Eisläufer drauf gehen. Da haben wir die LED-Sachen drin und da ist der ganze Lichtrig, der über der Bühne ist. Also das wird dann alles bis ins Detail rein geplant. Bis man dann so weit ist, weil man hat nicht viel Zeit, sondern es muss alles eingebaut werden innerhalb von 24 Stunden ins Hallenstadion und dann geht es dann los mit den Proben im Hallen. Auch die Verreisung dann in der kurzen Zeit? Wie bitte? Die Verreisung auch von der Bühne, dann, das ist dann echtes Eis, oder? Nein, die ist ein bisschen gefaked. Wie faked man denn das Eis? Ja, es gibt so spezielles Material, das ist so wie eine Art Tapete, aber die ist ganz fest und die kann man dann so formen, dass das so wie Eisklötze gibt. Und das ist ganz ein neues Material und das werden wir jetzt erst mal ausprobieren und glauben, dass das ein cooler Look wird werden. So, da sind wir gespannt. Art & Ice, ich habe vorhin schon gesagt, ist zum 25. Mal dieses Jahr. Wie hat sich das Show-Choreografieren auch verändert über die Jahre? Ja, das hat natürlich seit 25 Jahren einen rechten Sprung genommen. So, wie wir ja früher mal mit sehr... Hat du da noch alte Plakate mitgenommen? Hat man damals noch nicht gewonnen mit dem Plakat.
Und das ist das erste Plakat? Das ist das allererste Plakat aus dem 96. Nicht, dass ich jetzt wahnsinnig stolz bin. Dennis Spielmann, oder? Aber es ist jetzt nur halt einmal passiert und so hat es dazu mal ausgesehen. Und heutzutage sehen die Plakate anders aus. Schöner, stylischer, ausgearbeitet, speziell mit der Kamera geschossen. So. Auch das, jedes Jahr ein bisschen anders, das Plakat. Und ich glaube, so hat sich eben auch Joe verändert. Also Joe war sehr am Anfang sehr rudimentär gewesen, mit dem Hauptelement Musik, die aber sehr eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Einfach von der, das waren nur etwa zwei oder drei Nummern gewesen. Und der Rest war ab Tape gewesen und das Einlaufen. Und jetzt ist natürlich, hat sich das ganz anders entwickelt. Zum Beispiel in der neuen Show haben wir 100% Live-Musik. Es gibt nicht ein einziges Musikstück, das ab Band ist. Und wir haben Tänzer und Akrobaten und alles ist vielfältiger geworden und hat sich einfach entwickelt, auch von der Visualisierung her, vom Content, der über LED läuft oder Projektionen, die auf dem Eis sind. Das hat sich natürlich alles wahnsinnig gewandelt in diesen Jahren. Aber ich nehme auch die Erwartungen vom Publikum. Mittlerweile ist ja das Smartphone allgegenwärtig und ist es dann auch so, dass die Leute weniger Geduld haben und halt auch fast nicht mehr können still sitzen und immer wieder auf ihr Smartphone-Display schauen. Nimmst du da Rücksicht drauf? Ja, ich nehme eigentlich auf das keine Rücksicht. Ja, ich meine, viele filmen die Show auch mit und das kann man heutzutage auch nicht mehr vermeiden. Und, ich will natürlich vor allem, dass das Publikum die Show so schaut, wie sie ist in der Halle. Und ich glaube, warum kommt das Publikum in die Halle? Weil sie den Live-Moment erleben wollen. Und nicht irgendwo auf einem Smartphone das anschauen, sondern sie wollen live dabei sein, wenn die Stars auftreten und tolle Performances sind. Und darum haben wir natürlich auch sehr viel Wert darauf gelegt, auf Sachen, die wir extra bauen, also auch physisch bauen, nicht nur mit visuellen Sachen arbeiten, sondern auch physisch gebaute Sachen. Das ist zum Beispiel aus der letzten Show raus, wo wir unsere Tuk-Tuks gebaut haben, dann hier wieder von den Skizzen über das Modell, nachher zum fliegenden Objekt, das in der Halle ist. Da ist sehr viel technisch dahinter, dass das überhaupt fliegen kann, quer durch die Halle durchfliegen, wie jetzt hier der Zeppelin. Da ist sehr viel Technik dahinter, aber das andere, was der Look gibt, das ist dann doch eigentlich sehr, sehr materiell geschaffen, auch von Bühne her, dass da Brücken gebaut werden, wo kann man drüber fahren. Es ist nicht alles nur einfach projiziert und gemacht, sondern es sind wirklich effektive Objekte, wie auch halt Menschen, die man einsetzt. Und der Mensch ist immer noch der wichtigste Performer in der Show. Und ich werde nie in eine Show hineingehen, wo man sagt, okay, das ist alles nur noch technisch gelöst, sondern das, was ausmacht, ist die Persönlichkeit von einem Menschen und dass der wirklich auch physisch da ist. Ja, eben, es gibt ja auch immer mehr Theater, Opern, wo so Hologramm eingesetzt werden, genau. Oder Drohnen. Experimentiert ihr auch mit so Techniken? Ja, ich habe jetzt letzte Woche in einer Show habe ich das erste Mal Drohnen eingesetzt. Ja. Das ist was, nicht bei Art und Ice, bei einer anderen Show? Ja, ich habe noch die Eröffnungsfeier gemacht für die Olympischen Spiele, also Jugendspiel da in Lausanne. Unten. Und dort haben wir das erste Mal Drohnen eingesetzt, das ganze Drohnenballett. Hast du da Bilder davon? Wie kommt das daher? Ja, es ist, also von den Bildern her vom Fernseher ist es nicht ideal, weil es sind halt sehr, sehr kleine Pixels, die dort sind. Die wirken durch die Masse. Aber für die Fernsehkamera ist es nicht ganz ideal. Ich finde es für die Halle okay. Ich finde es einen schönen Effekt. Ich glaube, es muss sich noch weiterentwickeln und vor allem wahrscheinlich auch mit der Masse noch weiterentwickeln, dass man dann halt wirklich das Ganze, wenn man eine grosse Halle hat, wie ein Hallenstadion, dass man es das wirklich einmal zupflastern kann und mit dem dann die Bilder machen. Und ich glaube, dort sind wir noch nicht ganz, aber das wird kommen. Aber es wird auch wieder gehen. Also es ist nicht nur so, dass wir mit den Drohnen werden in Zukunft alle Shows machen. Das wird nicht der Fall sein, sondern es ist ein schöner Effekt. Dann gibt's die zweite Geschichte ist mit Hologramm, die jetzt in aller Munde ist. Dass man Stars, die tot sind, wieder auferleben lässt und eigentlich seine ganze Show nochmal ablaufen. Ich für mich würde jetzt eher Hologramms einsetzen, wenn man sagt, okay, ich will einen Zusatzeffekt haben. Ich sage jetzt mal, ich brauche jetzt etwas Blödes, ich brauche jetzt noch einen Tiger auf der Bühne, dann würde ich den wahrscheinlich mit einem Hologramm einsetzen.
Das ist nicht der Hauptgaststar durch ein Hologramm ersetzt, sagen wir so. Oder also man könnte irgendwie Sarah Meyer, den Stefan Lambiel noch mal verjüngen und wieder zurückholen, sozusagen. Ja, eben das würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht machen. Aber ich glaube, so als Zusatz finde ich spannend. Und ich glaube, eben das machen wir ja auch mit verschiedenen Objekten, die wir damit arbeiten, dass wir Zusätze zur Show machen, die das Ganze noch interessanter macht. Im Zentrum bleibt aber der Auftritt von den Stars und Choreografien und die schönen Momente und die emotionalen Momente in der Show.